Guten Morgen. So, ich habe schon wieder mit einem neuen Sprachkurs angefangen. Und zwar habe ich mir von einem Freund hier den Kurs Arabisch ohne Mühe heute vom Asimi Verlag ausgeliehen, was auch immer das heute im Titel bedeuten soll. Ja. Ich habe bereits schon letzten Sommer ein Video zum Hebräisch-Lehrbuch vom selben Verlag gemacht. Jedoch war ich schon während des Drehs mit vielen Details unzufrieden, vor allem mit dem Mangel an Notizen oder wodurch mir zu viele Beispiele gefehlt haben, um meine Aussagen aus dem Video zu untermauern. Und vor allem fand ich es auch gegen Ende doch eher unfair, die Methoden zu bewerten, ohne dies ja auch wirklich konsequent verfolgt zu haben. Darum habe ich jetzt den Sommer, Herbst und Winter bei einem anderen Sprachkurs, zu dem ebenfalls ein Video geplant ist, die im Lehrbuch beschriebene Methode genau eingehalten und auch schon begleitend zum Kurs viele Notizen gemacht. Jedoch so viele, dass ich jetzt zu einer Menge überwältigt bin und deshalb zu dem eigentlich schon seit Mitte Januar abgeschlossenen Kurs noch kein Skript geschrieben habe. Mal schauen, ob ich mich das aufraffen kann. Jedenfalls hatte ich jetzt bei diesem Kurs hier die Idee, mein Erfahrungsbericht ist deshalb in mehrere Videos aufzubrechen, die wöchentlich erscheinen werden. Und zwar, weil bei den Assimil-Kursen für gewöhnlich alle 7-tägigen Lektionen so ohnehin eine Art Einheit bilden. Ich habe auch schon Stand heute, 8. April, mit der ersten Lektion angefangen. Nächste Woche folgt demnach der Erfahrungsbericht zur ersten Woche. Ja, und ich muss sagen, schon zwei Details vorab. Zum einen hatte der Arabisch Lehrbuch Schreibübungen zur Schrift. Das war ja ein Detail, das ich bei dem Powersprachkurs vom Pons Verlag schmerzlich vermisst habe. Zum anderen ist dieses Lehrbuch mit seinen 77 Lektionen deutlich kürzer, als ich es von Asimil sonst gewohnt bin. Also da kenne ich eher so Umfang, da kenne ich eher so einen Umfang von 100 Lektionen pro Kurs. Und auch beginnt die zweite Welle, also bei der vergangene Lektionstexte in die Zielsprache übersetzt werden, schon bei Lektion 36 der ersten Welle, anstatt wie sonst bei Lektion 50. Ja, und da frage ich mich schon, kann das vielleicht einem meiner größten Probleme entgegenwirken, die ich mit Asimil-Kursen sonst habe? Also der, dass gegen Ende der ersten Welle auch gleichzeitig die laufenden Lektionen der zweiten Welle so weit fortgeschritten sind, dass ich dann ein paar Wochen lang immer jeden Tag zwei Lektionen mit einem solchen Umfang und Niveau habe, dass ich dann erstmal jeden Tag rund 1,5 Stunden am Kurs sitze, bis dann diese zeitliche und geistige Auslastung mit dem Abschluss der ersten Welle auf einmal wieder rapide nachlässt. Ja. Wir werden sehen. Und nochmal vorab, das geplante Format bedeutet jetzt natürlich nicht, dass ich die nächsten 16 Wochen nur Videos zu diesem Kurs hochladen werde. Also ich habe noch mehr als genug andere Inhalte in Planung bzw. Bearbeitung. Na dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann sieht man sich voraussichtlich nächste Woche.